Laser verpassen der Jeans aus Deutschland einen abgenutzten, getragenen Look. Ganz ohne Chemie. Hergestellt wird sie vom Bekleidungsunternehmen C&A. Die neue Fabrik steht in Mönchengladbach. Produziert wird mit Hightech. Was sonst viele Menschen machen, übernehmen größtenteils Maschinen. Nur 100 Näher arbeiten hier. Geplant sind 800.000 Jeans im Jahr und all das mit grüner Solar- und Windenergie. Wir wollen hier einen Schritt weitergehen. Wir wollen selber wieder produzieren, dabei lernen und profitieren hier von den kurzen Lieferwegen, von der Ware, die direkt aus Europa kommt und natürlich von den erneuerbaren Energien, die es uns ermöglichen, hier sogar CO2-frei zu produzieren. Feel Green in Blue ist das Motto für die Jeansproduktion. Dank eines neuen Recycling-Waschverfahrens werden statt 90 Liter nur noch 10 Liter pro Hose benötigt. Möglich machen das modernste Technologien, die das Unternehmen auch beim Nähen einsetzt. Mit den automatisch nähenden Maschinen bleiben die Preise wettbewerbsfähig. Die Hightech-Geräte arbeiten schneller und zuverlässiger als Menschen. Mit dieser Maschine können wir am Tag ca. 1000 Gesäßtaschen aufbringen, vollautomatisch. Sie sehen, die Kollegin legt nur noch die Taschen ein. Das machen in Asien so bis zu 4 Leute. Wenn das natürlich händisch aufgenäht werden muss, dauert natürlich länger und ist auch nicht so präzise, also qualitativ so genau, wie wir das hier mit dieser Maschine darstellen können. Mit der Fabrik will C&A auch flexibler werden. So kann das Unternehmen jetzt schnell fehlende Größen oder Trends liefern. Denn die Transportwege von Mönchengladbach in die europäischen Filialen sind kurz. Wir versuchen natürlich das nachzuproduzieren, was auch verkauft wird. Und das ist natürlich einer der ganz großen Vorteile mit dieser regionalen Produktion hier, dass wir sehr bedarfsorientiert nachproduzieren können. Ganz ohne erfahrene Näher geht es nicht. Einige von ihnen haben vorher in Syrien oder Afghanistan als Schneider gearbeitet. Deutsche Industrienäherinnen wie Ilona Zinn gibt es nur noch wenige. In den 80er Jahren hatte sie zuletzt in dem Beruf gearbeitet. Dass die Textilindustrie noch einmal zurückkommt nach Mönchengladbach, damit hat sie nicht gerechnet. Heute bedient die 57-Jährige eine der Hightech-Maschinen. Eine Nadel muss sie nicht mehr in die Hand nehmen. Oh, ich finde das ganz toll, weil das ist eine wahnsinnige Arbeitserleichterung, die man hat. Man braucht nicht mehr so viel Fummelsarbeit machen. Ich meine, einige Sachen sind immer noch etwas kompliziert, wie Reißverschlüsse. Aber im Großen und Ganzen erleichtern die modernen Maschinen den Nähereibetrieb auf jeden Fall. Die nachhaltige Hightech-Produktion gefällt auch Bernd Hinzmann von der Organisation Incota. Er setzt sich für fair produzierte Kleidung ein und hofft, dass C&A die Erfahrungen auf andere Fabriken überträgt. Technische Innovation ist natürlich super gut, vor allem wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wir als NGO, Zivilgesellschaft, wünschen uns natürlich, dass sowas auch in der gesamten Lieferkette stattfindet, weil Asien wird weiter ein relevanter Lieferstandort sein. Das ist laut C&A auch geplant. Die Fabrik ist ein Testfeld für mehr Nachhaltigkeit, wie hier das Bleichen des Jeansstoffs mit Lasertechnologie. Die Erfahrungen aus Mönchengladbach sollen genutzt werden. All das Wissen, was wir hier sammeln, wollen wir auch genauso an andere Produktionsstandorte und eben auch nach Asien bringen, um auch dort die Standards zu heben. Doch nicht nur bei der Nachhaltigkeit sieht Incota dringend Handlungsbedarf. C&A sollte auch in anderen Bereichen mehr tun. Sie sind zum Glück Mitglied im Textilbündnis, aber da sind sie nicht so richtig sichtbar. In so Kernthemen wie existenzsichernde Löhne, in Kernthemen, wenn es darum geht, nachhaltige Baumwolle alle umfassender, nicht nur Cotton Made in Africa, zu platzieren. Da ist definitiv mehr drin. Asien soll der Hauptstandort der C&A-Produktion bleiben. Ob in Zukunft mehr Textilien in Deutschland hergestellt werden, hängt auch davon ab, wie sich die Fabrik und der Verkauf der Jeans entwickeln.